Das alljährliche Sommerfest des BTTC Grün-Weiß war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. In Lichterfelde begrüßte der Verein alle Mitglieder, aber auch alle Gäste von außerhalb waren herzlich eingeladen. Ich finde die Stimmung hier echt toll, weil so viele mitmachen und wir auch hier wirklich viele kennen. Vor allem, weil man wirklich so viele kennt und weil alle sehr nett sind. Ein schöner Abend war definitiv vorprogrammiert. Ging darum, einfach mal mit Freunden und Bekannten des Vereins einen etwas frischen Sommerabend zu genießen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Es gab reichlich Auswahl an verschiedenen Salaten und ganz traditionell beim BTTC natürlich Spanferkel. Die Atmosphäre ist sehr gut, hätte noch ein paar mehr Leute kommen können, aber es ist relativ frisch heute. Wir haben einen fantastischen Sommer gehabt und heute ist Einschulung, aber nichtsdestotrotz denke ich mal, dass noch ein paar kommen werden. Ich denke, dass wir einen schönen Abend verlieren werden. Während man das leckere Essen verspeiste, sorgte der extra gebuchte DJ dafür, dass auch währenddessen die Stimmung so toll blieb. Das ist sehr gut, weil alle machen hier halt viel Party und so und die gute Musik. Ja, und alle sind gut gelaunt. Also ich finde es gut hier. Zuletzt auf dem Programm des alljährlichen Sommerfestes des BTT Grün-Weiß wurden einige Spieler ehrenamtliche Coaches und sogar auch der Koch und die Servicekräfte der Cantina Verde geehrt. Besonders am Sommerfest ist, dass man halt alle Leute so aus dem Verein mal sieht und nicht nur so ab und zu trifft, sondern dass halt alle da sind. Das Zusammentreffen schien für alle Beteiligten an erster Stelle zu stehen. Alles in allem ein wirklich gelungener, entspannter Abend. Es wird sich definitiv schon jetzt auf das nächste Sommerfest beim BTTC Grün-Weiß gefreut.